Soderle, und damit grüße ich dich. Was macht die jetzt da? Hockt die sich einfach da her? Die Schankmaid. Jawohl, ist erstmal was. Sehr schön. Wir gehen mal nach draußen und gucken mal, was so der Tag uns bringt. Was wollen wir heute machen? Was wollten wir eigentlich machen? Wir sind ja hier aktuell in Ratai. Und dann gucken wir mal, wo es dann heute eventuell weitergeht. Was ist denn Ledeczko schon wieder? Ah, hier könnten wir eigentlich hin, ne? Nach Ledeczko könnten wir echt nochmal. Weißt du was? Dann machen wir folgendes. Ja, machen wir halt jetzt hier heute eine Schnellreise. Es tut mir leid. Und ja, dann reisen wir da. Dann machen wir mal die Quest zu Ende. Oh, wir müssen ja auch noch, ne? Ach Gott. Es läuft ja auch noch so langsam. Ich drehe gleich durch. Wir müssen ja auch noch diese Schwerte, ne? Ich überlege auch schon die ganze Zeit, dass ich da vielleicht doch noch mal im Internet nachschaue, bevor ich das jetzt hier wirklich alles abklappe. Wir da wirklich 2-3 Folgen dann noch nur mit dem Rumgereise dann haben. Und, weiß ich nicht. Vielleicht werde ich es fürs nächste Mal mir anschauen für die nächste Folge, also für die morgige Folge. Ah, und Banditen haben wir auch noch, ne? Da brauchen wir auch mal unsere gescheite Rüstung, ne? So, erstmal geht's aber jetzt nach Ledeczko. Dann machen wir dort die eine Quest. So, dann gucken wir mal. Wo ist die Quest? Ich weiß gar nicht mehr, welche Quest das war. Gibt es hier eigentlich? Das ist die Schenke, da sind wir schon mal, nicht? Heinrich, schön, dass du da bist. Hey, servus. Bleib einmal da, ich komm gleich wieder. Wo müssen wir hin? Hier müssen wir hin. Ach, stimmt, zu der Alten müssen wir noch mal hin. Hey! Drahomira, grüße dich, meine Liebe. Ich war beim Apotheker. Er glaubt, die Heimsuchung ist eine schlimme Sache. Erzähl mir was, was ich noch nicht weiß. Letzte Nacht konnte ich gar nicht schlafen. Ich lag im Bett und wartete auf seine Ankunft. Hohoho, da geht was. Und ist er aufgetaucht? Lange Zeit ist gar nichts passiert. Aber am Morgen wurde der Raum plötzlich kalt wie ein Grab. Mein armes Herz hörte fast auf zu schlagen, als ich eine Stimme hörte, die meinen Namen rief. Ich fiel auf die Knie und bat die heilige Maria um Beistand. Wann hört das endlich auf? Du musst dich beeilen. Wenn das so weitergeht, werde ich noch verrückt. So, wo lebt der Alois? Ich frage erst mal das nach. Für den Zauber muss ich etwas aus dem Haus beschaffen, in dem der Geist lebte. Wo wohnte Alois? Nördlich von hier, links ab von der Straße aus Ledeczko. Aber dort gibt es nicht mehr viel außer Asche und Unkraut. Der Hof brannte ganz und gar nieder und Alois war noch drin. Oh, welch furchtbare Art zu sterben. Um ihn loszuwerden, müssen wir am Grab der Person einen Zauber wirken, die ihn davon abhält, in Frieden zu ruhen. Aber wer mag diese Person sein? Du hast nicht zufällig schon eine Grabstelle für dich selbst bestimmt, oder? Nein. Heinrich, ich habe dir nicht alles gesagt. Ich bin nicht die, mit der er noch eine Rechnung offen hat. Wer dann? Du solltest mir die ganze Wahrheit erzählen. Alois hatte eine Frau. Sie hieß Lara und war ein wahrhaft zänkisches Weib. Von morgens bis abends keifte sie ihn an. Er hatte nicht einen Tag Freude mit ihr. Sie haben sich gezankt wie die Kesselflicker,
bis Lara eines Tages eine Laterne nahm und das Haus niederbrannte. Alois war noch drin. Entschuldigung, ein weiterer Grund nicht. Es tut mir leid, Entschuldigung. Ein weiterer Grund nicht zu heiraten. Oh, geil. Zumindest so ein Biest. Ich sollte also Laras Grab aufsuchen, richtig? Du hast selbst gesagt, du willst die Person finden, die ihn daran hindert, Frieden zu finden. Als Alois tot war, verlor Lara den Verstand. Tagelang irrte sie in den Wäldern von Talmberg umher, bis man eines Tages ihre Leiche fand. Ihr Haar war ausgerissen und das Gesicht von den eigenen Fingernägeln völlig zerkratzt. Sie begruben sie dort, wo sie gefunden wurde. Wo das war, weiß ich nicht. Ich höre mich um. Mehr muss ich nicht wissen. Ich werde jetzt losgehen. So, es wird jetzt nochmal sehr, sehr interessant, die Geschichte. So findet das Grab von Alois Frau Lau. Findet etwas, das Alois gehört hat. Sind hier beide eigentlich angegeben? So, hier haben wir... So, dann gehen wir erstmal hin. Wo ist eigentlich... Und dann müsste hier irgendwo ein Grab sein, oder was? So, wir gehen erstmal zum Alois seiner Bude. Haben wir das schon? Sieht so aus. Wieso hat die das nicht gleich von Anfang an gesagt, ey? Die Daumira. So, guck mal, was hier ist. Hier haben wir nichts. Also so auch niederbrannt ist das ja auch nicht, ne? Muss ich jetzt mal so sagen. Öffnen, was kann man hier öffnen? Ist völlig verbrannt. Wo soll ich etwas aus dem Besitz des Toten finden? Ich nehme einfach etwas verkohltes Holz. Das sollte ausreichen. Nimm etwas verkohltes Holz. Na, verkohltes Holz, kennst du dich aus. Nehmen wir mit. So, Aufgabe begonnen. Haben wir ja geschafft, ne? So, die findet was aus alles Ding. Haben wir aktualisiert. Müssen wir das auch abgeschlossen haben. Die Frage ist, wo wohnt die wo ist die andere begraben da? Wir schauen jetzt da doch nochmal auf die Quest. Ruheloser Geist. Wir müssen den Zauber am Grab von Alois Lara sprechen. Ich werde die Leute dagegen fragen, wo es liegt. Ja, dann machen wir das doch mal. Dann fragen wir mal die Jungs und Mädels hier. Na, jetzt der Alois nicht weit gehabt, ne? Zu der Daumira. Ich frage mal den Kollegen. Grüße dich. Ach. Lieber Wauwau. Klar, wenn du dann suchst, ist keiner da. Sind wir hier beim Mediamarkt. So. Zu dir komme ich gleich, Schaller, dann jetzt. Pass auf. Ja, zu dir komme ich gleich, habe ich gesagt. Mit dir kann ich da reden, oder? Das ist auch wieder Wächter hier. Rennen nur wieder Wächter rum. Allraunwurzeln. Nachts vom Galgenhügel geerntet. So, hier ist doch die Kneipenschenkerei da. Furchtloser Felix, grüße dich. Ich hörte, in den Wäldern soll irgendwo ein Grab sein. Weißt du, wo ich es finde? Du meinst das Grab der Verrückten? Ja. Die Leute sagen, ihr Geist wandle rastlos durch den Wald. Du findest ihr Grab, wenn du hoch in die Wälder gehst und vom Fluss aus etwas nach rechts gehst. Ist bei Tag schon schwer zu finden. Bei Nacht verirrst du dich bestimmt. Danke. Ich werde es schon finden. Ich an deiner Stelle würde es sein lassen. Das ist kein guter Ort. Ah, kriegen wir schon hier. So, finde Lara das Grab. Gut, da ist eine Markierung. Das spart schon mal Zeit.
Hey, grüß dich. Gott sei mit dir. Gott sei auch mit dir. Hast du Bock? Ich hörte, du würfelst gern. Na, hast du Bock, Kollege? Okay, der hat nicht so viel dabei, egal. Ich hab einfach mal Bock heute, bitte. So. Zack. 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 Haben wir 2, 4, 6, ne? Haben wir ja. Passt! Wieso habe ich mich darauf eingelassen? Ich verliere wieder alles. So, es geht wieder bis 4000. Gratuliere. Huiuiui. Zack. Zack, zack, zack. Komm, wir machen noch einmal. Wir sind mutig heute. Komm, wir sind mutig, komm. No risk, no fun heute. Es sind nur 13 Dinge und, na, nix. Schade, okay. Mal sehen. Ah, da können wir ein bisschen gambeln da, ey. Du bist. Oh, bei 400 macht der schon Schluss. Okay, dann natürlich nicht die Würfel, die ich hab. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und 600, passt. Und weiter geht die Luzi. So, vier. Ja, hier hauen wir mal einen raus. Schauen wir mal, was hier noch geht. Ja, komm, einmal machen wir noch. Die 1000 möchte ich doch noch voll haben hier. Yeah! Yes! Passt, guter Start. Hui! Mal sehen. Puh. Dachte ich schon. Jetzt der 36er hat. Yo, 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 yo. Oh! Was geht denn mit dem ab hier? Soll ich? Wieso würfelt der Ass so hohe Zahlen, ey? Wahnsinn. Nein, besser nicht. Der hat normale Würfel, ne? So, wir fangen klein an. Hui. Jetzt ist der Kollege unter Zugzwang da. Boah. Das war's. Boah, jetzt liegt aber los hier wie die Feuerwehr. Also, das ist nicht verarschen. Wieso hat er jetzt auch auf einmal so gute Dinge? Boah, ich denke immer, der hat lauter 5 oder was, ne? Man kann's nicht erzwingen. Ah, brauchen wir nur noch 700, haben wir gleich. So, jetzt fehlen nur noch 500. Gratuliere. Komm, wir machen mal, weil wir es können. Wir haben zwar schon gewonnen eigentlich, aber... Wir riskieren es mal. Ja, jetzt aber auf. Heilige Mutter Gottes, wieso bestrafst du mich? Das ist eine gute Frage. So, wenn wir schon mal hier sind jetzt. Rufen wir mal, glaube ich, am besten unseren Gaul. Und ich habe mal wieder das Falsche gedrückt. So, wir reiten in den Wald, mein kleiner Freund. Ja. Klein ist gut, ne? Riesengaul. Warmes Brot.
Brot und dazu etwas frische Milch. Jawohl, in der Weihnachtsbäckerei. Jetzt geht's auch schon auf Weihnachten zu, ne? Hey, dann. Okay, wir müssen doch hier entlang. Beziehungsweise hier rüber. Ja. Ja. So, dann schauen wir mal, wo uns jetzt der Weg hier hinführt. Das muss hier wohl sein, das Grab. Wo ist denn das bitte schön versteckt? Das muss es sein. Lass sie in Frieden ruhen, o Herr. Jetzt wieder zum Apotheker zurück, willst du mich verarschen? Weißt du was, bevor wir jetzt zum bevor wir jetzt... Nein! Eieiei, der Gaul. Eieiei, bin ich jetzt verletzt. Bevor wir jetzt zum Apotheker, gehen wir noch zum Scharlatan. Der, so wie der ausschaut, hat auch der Arsch wieder Quest für uns. Wein aus Trauben, die an einem Rosenbusch wachsen. Mindestens. Ich grüße dich, mein Freund. Allmächtiger, ist dir etwas zugestoßen? Hat dir jemand deine feinen Kleider geraubt? Ich bin mit dem Pferd auch runterkopf, du Trottel. Übung? Würdest du mich in der Alchemie unterweisen? Selbstverständlich. Ich möchte meine Technik verfeinern. Zuerst musst du was auf dem Kampf. Okay, ich dachte jetzt tatsächlich, dass wir hier was mit Scharlatan machen können. Dass die uns eine neue Quest gibt, ey. Lass uns handeln. Was hat der für Klump eigentlich alles beieinander? Alter, Raunenwurzel, ey. Löwenzahn. Ja, der hat nichts Großartiges, ne? Und viel Kohle hat er auch nicht. Was? Geh mit Gott, aber geh. So, gab's hier einen Schmied oder was in der Art? Hier gab es einen Schmied, ne? Ja! So, was? Dann reiten wir mal schnell da runter. Hey, die blöde Klötze-Quest, ne? Ich sag's dir. War mal hier das letzte Mal? Alter, das nervt mich jetzt, dass ich jetzt da blöd runterkupft bin, ne? Hey, Freundle! Viel Gesundheit. Dir auch, mein Freund. Der hat hier nichts, ne? Gott behüte dich. Boah, ich sehe schon kommen. Ich glaube, ich werde jetzt dann für die morgige Folge ein bisschen recherchieren. Ja. Zieh dich, dein Name ist Gummi. Ich glaube, ich werde morgen tatsächlich ein bisschen recherchieren. Wo sich diese Schwerter aufhalten, ey. Ich sag dir, ich traue es dem Spiel echt zu, ne? Dass das Spiel, dass das Ding irgendwo ist. Beziehungsweise, dass diese Dinge irgendwo versteckt sind unter einem Baum oder so. Dass die teilweise auch gar nicht bei den Schmiedmeistern sind. So, jetzt muss ich hier langsam mal Obacht geben. Ja. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier. Leg mir doch am Arsch jetzt, ey. Boah, das ist schon ziemlich nervig, ne, sowas. Jetzt bin ich drüber, oder was? Boah, ist das ein... Okay,
Okay, theoretisch können wir hier rüber. Praktisch geht's aber da rüber. Ey! Dass man immer dieses Problem macht, ne? Ja. Muss ich sagen, verstehe ich dann doch immer nicht ganz, ne? Dass man sich da so ein, im wahrsten Sinne des Wortes, Stein in den Weg stellt, ne? Ja. Dass das Pferd da nicht durch kann, ne? Das ist... Ja. Oh, hier gibt's nochmal eine Quest. Hier gibt's noch einmal eine Quest. Wieso gibt's jetzt hier noch einmal eine Quest? Weißt du was, wir werden erstmal kurz da, oder werden wir jetzt wieder stundenlang hier hausen müssen. Gute Frau, seht mich an, ich bin verletzt. Ich möchte die Dienst. Ja, wir drücken es mal weiter. Heilung, Bad, saubere Kleidung. Natürlich, aber zuerst. Ja, wir feilschen. Das ist mir zu teuer. Und wie viel würdest du? Ah, ein bisschen weniger. Das wird wieder auf 25 hinauslaufen. Deswegen machen wir mal auf 24. Ja. Mehr willst natürlich. 25 passt. Du wirst es nicht bereuen. Nee, werde ich auch nicht. Sehr schön. 5 Stunden. Ach, schon wieder kurz vor Feierabend. Hoffentlich hat er die Apotheke jetzt noch auf. Ah, das ist schon manchmal nervig, ne? Alter, wo ich angefangen habe mit der Folge, ne, war es noch hell. Jetzt ist schon wieder zappenduscht, oder? So, Spiel gespeichert. 25 Groschen wieder für den Arsch hier. So, egal. Wir machen jetzt die Quest hier noch zu Ende. Beziehungsweise, ja, Quest werden wir hier wohl, denke ich mal, heute nicht zu Ende schaffen. Ja. Aber wir werden auf jeden Fall dem Apotheker Bescheid geben können, was Sache ist. Und dann wird er mit mir sicherlich wieder irgendwann einmal in der Nacht... Würde dann mit mir da hingehen und dann werden wir hier den Teufel austreiben, im wahrsten Sinne des Wortes. So. Dann gehen wir jetzt hier noch geschwind zum Apotheken rüber. Oh, pass auf, was du da treibst. Hier gehen Leute. Ja, ich hab's nicht gesehen. Ja. Hey, Kumpel. Hey. Oh. Da war ich zu schnell, hat er zu langsam nachgeladen. Alles, was wir brauchen. Ausgezeichnet. Wenn das so ist, bin ich bereit. Wir treffen uns nachts an der Kreuzung hinter Ledetschko. Ich werde dort sein. Ich auch. So, kehre zum Apotheker zurück. Triff den Apotheker an der Kreuzung, natürlich. So, dann schauen wir mal, wo es das ist, beziehungsweise wo das ist. Ah, nach Ledetschko, weißt du was? Da machen wir eine Schnellreise, machen aber dann hier eine Folgenpause und sehen uns dann wieder ganz frisch und munter in der morgigen Folge. Ich werde jetzt dann da auch sowieso weiter drücken, falls wir doch noch auf Widerstand stoßen sollten. Ja, weil ich ja keine Waffen dabei habe. Da müssen wir uns mal wieder unsere gescheite Rüstung zulegen, dass wir dann diese... Banditen-Quest bzw. Kumane-Quest, dass wir die dann auch noch haben. Und dann bin ich gespannt. In diesem Sinne macht's gut. Bye bye. Und morgen sehen wir uns dann mit den Ledetschko. Euer Franconia. Servus, Leute.